In der Bundesliga haben sie zuletzt ja leider auch einige Punkte liegen lassen. Woran liegt es da momentan? Da liegt es in dem Fall daran, dass eben Reus sehr längere Zeit gefehlt hat und wir jetzt einfach ihn brauchen und ich denke, wir schaffen es. Nun ja, es ist eine sehr junge Mannschaft. Die Erwartungshaltung wird natürlich auch von außen sehr hoch gehalten und man muss realistisch bleiben. Ja. Die Chance, dass sie deutscher Meister werden, ist immer noch da. Im Fußball ist alles möglich. Auch die Bayern können mal ausrutschen. Die sind auch noch nicht in der Champions League weiter. Insofern kommt ja dann hinzu, dass man dann auch sagt, so, wir packen das jetzt auch nochmal und wir reißen uns nochmal zusammen und dann geht das. Wenn sie jetzt gegen Stuttgart das Spiel so machen wie hier gegen Tottenham in der ersten Halbzeit, dann gewinnen sie auch und dann werden wir mal sehen. In München dann gewonnen und dann ist alles gut. Vielleicht sind die englischen Wochen vielleicht doch ein bisschen zu hart gewesen und für die junge Mannschaft sehr schwer in den Knochen. Ja, momentan ist der Wurm drin, würde ich sagen. Ne? Weil Hinrunde war ja... sah ja vielversprechend aus. Aber momentan ist irgendwie, weiß ich nicht, also ich hoffe, da passiert noch was. Ja, ich denke, dass einfach so eine Schwächelphase da ist. So eine Schwächelphase, die halt jeder mal hat. Erinnern wir uns an die Hinrunde, da hatten die Bayern auch mal so eine Schwächelphase, als wir die Tabellenführung übernommen haben. Sowas, das ist auch ein Stück weit normal. Ich glaube, das ist identisch. Also die Mannschaften stehen sehr tief und der BVB macht, tut sich schwer, halt nur mal im letzten Drittel wirklich die Chance auszunutzen. Die Chance haben sie, aber die müssen sie halt machen. Da fehlt dann wirklich der Knips. Das wird sie begleiten bis Ende der Runde, wird schwierig. Noch nicht abgezockt genug. Müssten noch ein bisschen abgebrühter und dann ihre Chancen ein bisschen mehr nutzen. Was glauben Sie für den Ausgang der Bundesliga? Ich bin guter Dinge, sagen wir so. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden Meister, ja. Da bin ich 100% von überzeugt. Also wenn man sich das aussuchen könnte, deutscher Meister natürlich, ja. Ne? Aber wird schwierig. Ne? Man wünscht sich das, aber wird schwierig. Also wir drücken fleißig und wenn es nichts werden soll, sind wir auch jetzt nicht traurig. Nächste Saison kommt und dann gehen wir wieder frisch ans Werk. Ne? Also realistisch würde ich schon sagen, dass Bayern wieder Meister wird. Ja, die Hoffnung ist natürlich da, ja. Dass es durchziehen und dass es jetzt dieses Jahr packen. Ich hoffe auf Meister, zumindest ja. Vizemeister. Ja, ja, würde ich mich anschließen. Ja, okay. Genau. Natürlich deutscher Meister. Ganz klar, deutscher Meister. Ja, ich glaube natürlich an den ersten, an den BVB.